Ja, moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Und zwar nicht die Nordfriesische Marsch. Nein, wir haben jetzt mal was anderes. Und zwar, wie ihr unten seht, in der auf Feld 6 steht da so eine ganz komische Schrift und das Ding heißt The Mowist Land. Und wir haben jetzt mal gedacht, wir brauchen mal einen Tapetenwechsel. Dementsprechend haben wir jetzt mal einen kleinen Umzug gemacht. Genau. Und jetzt testen wir uns mal ein bisschen durch die Map durch und schauen mal, ob die gut ist. Und wenn die gut ist, ja, wer weiß, weil LS19 kommt bald. Und bis dahin vielleicht mal was anderes. Genau. Mit mir auf der Map sind natürlich der Raik Moin. und unser Florian. Genau, den sein Hund sehr gerne Taschentücher frisst, habe ich gerade gehört. Mahlzeit. Ja, genau. Und wie gesagt, da hinten steht der Florian. Also ganz unschuldig neben dem eiskalten Händchen, was da so komisch aus der Tür rausragt. Ja, das ist Alexandra Chantal. Und Tag, warum das die bei ist uns Elga. Alexandra Chantal heißt, seht ihr irgendwann mal die Tage oder so. Oder vielleicht sogar noch heute, ich weiß es nicht. Genau, die zwei sind jetzt gerade dabei, das erste Feld ein bisschen abzudröschen. Und zwar, welches Feld macht ihr gerade? Feld 2, 3, 3. Genau, die dreschen Feld 3 und ich habe gerade ein bisschen ja, Material hin und her gefahren. Weil ich brauche ja ein bisschen Dünger hier für den ganzen Laden. Ja, eine sehr, sehr schöne Map, wie wir bis jetzt mal so gesehen haben. Natürlich kommt es an die NF-Marsch nicht ran, ne? Muss man jetzt auch ganz klar dazu sagen. Aber, ja, für einen Tapetenwechsel war die ganz okay, denke ich. Genau, so der Raik und der Flo werden mit Sicherheit auch noch ein bisschen was dazu sagen, irgendwann demnächst oder so. Ich weiß es nicht. Man muss einfach mal abwarten. Mal schauen, mal schauen. Ja, wie ihr seht, haben wir ein bisschen neue Mods hier mit bei. So zwei, drei Kleinigkeiten. Ganz, ganz schick. Zum Beispiel der Trailer hier. Auch sehr gut gemacht. Ja, ist im Moment das. Also wir finden sehr groß. Passt sehr, sehr viel rein. Und ist auch gar nicht so schlecht gemacht, weil man kann mit dem so vieles machen. Ihr seht schon, die Dachplane auf, Dachplane zu. Da gibt es Trailer, den kannst du links und rechts die Plane aufschieben und kannst sie als Lader nehmen für diverse andere Sachen. Und wie gesagt, auch hier zum Schüttgut transportieren. Ja, aktuell hätte da vielleicht noch ein bisschen eine Kornschütte ran können, aber ja, ist soweit okay. Wie gesagt, man kann nicht alles haben. Wir sind ja schon mal froh, dass wir sowas überhaupt haben. Genau. Thomas, dann erzähl doch mal was. Ja, was soll ich denn erzählen? Ja, also vielleicht noch ein bisschen rückblickend auf den Samstag, auf den Stream. Ich bin mir fast sicher, dass ihr das nicht gesehen habt, aber wer weiß, wer weiß. Für diejenigen, die dabei waren, wie ihr schon gesehen habt, das Rennen zum Schluss war sehr interessant, war auch sehr, sehr lustig. Und die Gewinner des Rennens haben ja dann den finalen Sieg erreicht auf der Map und es wird definitiv eine Revanche geben. Das kann ich auch schon hier an der Stelle sagen. Und vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen oder die ein oder andere, die bei der Revanche auf der LF Match Map mitspielen möchte. Wenn das so ist, dürft ihr uns natürlich gerne hier in die Kommentare was reinschreiben. Und dann schnacken wir mal eine Runde und dann sehen wir mal. Aktuell dürft ihr natürlich auch bei uns mitspielen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Kommt zu uns in den Test. Schnackt mit uns eine Runde. Dann können wir euch kennenlernen und ihr uns kennenlernen. Und dann bin ich mir so ziemlich sicher, dass der Flo und der Raik da auch nichts ergeben haben, wenn es denn auch dann passen sollte. Aber dann
Gespräch wäre schon ganz, ganz toll. Und ihr braucht natürlich auch aktuell einen TS3, eine neue Version, eine aktuelle Version dazu. Sonst bringt das Ganze nichts, weil mit Holz und Kohle und Reißbrett können wir uns hier leider nicht unterhalten. Genau, so, jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt ist der Reich dran. So, ich gebe die Fahne weiter. Ja, moin. Keine Ahnung, was ich erzählen soll, außer Flo, stell deinen Anhänger dahin. Ich habe schon wieder Grassamen im Laden. Ich weiß, hab's gerade bemerkt. steig mal aus. Lass mich mal ran. Nein? Stopp! Ich? Nein! Lass mich rein! Nein! Geh mal rein hier! Nein! Hallo! Ach, nein! Kommst du denn rein? Thomas, mach mal was! Was soll ich machen? Ich kann auch nichts machen. Also ich kann höchstens Licht am Auto anmachen. Guck, Licht an, Licht aus. Was war ein Reik aus dem Drescher raus hier? Nö. Ah, verdammt. Was willst du mal? Drescher? War da an der Seite, ich kipp's auf den Boden. Ja, Thomas, wie sind wir denn auf die Karte gekommen? Ja, wie sind wir auf die Karte gekommen? Und das war eigentlich ein dummer Zufall, so ein bisschen, ja, rumgebastelt, rumgeguckt und ja, mal ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen. Und da dachte ich mir, ja, ist eine ganz nette Karte. Schaut mal, guckt man sich mal an, ob das passt. Ja, jetzt ist es da und jetzt testen wir die. Und wenn die gut ist, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, vielleicht bleibt sie sogar da bis zum Erscheinen vom LS19 und dann natürlich auch das Neuerscheinen der einer NF-Karte. Aber wie weit es da in der NF-Bereich gehen soll, das müssen wir einfach abwarten. Ich weiß da ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen mehr, aber ja, einfach abwarten. Aha. Ja, wie sieht denn unser Tagesziel aus? Also wie mein Tagesziel aussieht, ich bringe jetzt den letzten Hänger Dünger zum Lager und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Und dann muss ich mich mal um meine Laderuckler hier kümmern. Das ist nämlich gerade extrem. Weil ich habe hier nämlich komischerweise in meiner Gamelog habe ich Errors drinstehen von irgendeiner Bilddatei, die er auf einem Hänger nicht lesen kann. Das müssen wir mal gucken. Ihr seht das zwar nicht, aber ich. Ne, meine Lok ist leer. Ich hab keine Ahnung. Du weißt, keine Ahnung ist auch eine Ahnung, ne? Ja, so ähnlich, ne? Oh, da bin ich zu weit gefahren. Oh. Ich glaube, das hängt mit dem Anhänger zusammen, Thomas.
Ja, Freunde, wie ihr das gesehen Ich habt. freue mich schon darauf, wenn wir uns Feld 1 leisten können. Also das muss ich hier sagen, finde ich jetzt persönlich ein sehr, sehr geiles Future, was sie da eingebaut haben. Und das dann schön ohne Helfer abernten. Schätze, Feld 19 wird auch schon reichen. Ja. Anfangs. Ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich bleibe am Ende stehen, dann habe ich das Problem mit dem Grassamen nicht. Muss sagen, der, wo die Karte hier schon einmal gespielt hat, in der älteren Version, die neue hat sich doch dezent geändert. Geringfügig. Ja, einige Fehler behoben worden, wie ich schon gesehen habe. Ja, hier gibt es aktuell auch eine Tiefgarage. Wollte ich eigentlich mal hin mit euch, dass ich mit dir euch das mal angucken kann. Sehr, sehr, sehr interessant und auch sehr geil gemacht. Weil ich kenne das komischerweise nicht. Eine LS-Karte mit einer Tiefgarage. Was aber jetzt schon etwas störend ist, dass die Wiese doch zu weit am Feldrand geht. Also an das Feld herangeht. Ja gut, du musst ja nicht bis zum Feldrand säen, ne? Wenn du normalerweise, wenn du einen Meter frei lässt, geht einfach ganz Ja, du gut. kannst ja auch ein vorgewendet Ziel, du kannst ja auch nochmal, wir können ja Feldrand bearbeiten und dann kannst du ja den dementsprechend ändern. Dann ziehst du da halt ein Streifen mit dem Flug. Du musst wirklich weiter wegbleiben. Dass du nicht da abendest. So, wir fahren jetzt noch bis zum Händler und dann sagen wir erstmal Tschüss bis zum Dienstag. Aber erstmal gleich da sein und dann sagen die Jungs auch noch Tschüss. Aber das schöne Maistextur ist hier drauf, ne?
Ja, die Texturen sind schön, ja. Hier okay, vorne stehen ein paar Maispflanzen, die sieht echt gut aus, die Maistextur. So, ihr Lieben, das, ich würde sagen, das waren jetzt schon 15 Minuten. Wir sagen tschüss, bye bye, bis am Dienstag. Tschüss. Tschüss.